Horrorgeschichten zum Einschlafen. Folge unserer Playlist auf allen großen Streaming-Anbietern. Suche dir ein Hörspiel aus, spiel es ab und schlaf gemütlich dazu ein. Oder hör's beim Lernen, Zocken oder Entspannen. Die Links dazu sind in der Beschreibung. Bis zum Ende des Jahres kommt jeden Tag eine neue Story auf Spotify, Apple Music oder Amazon Music raus. Und einen Tag später auf YouTube. Aber zuerst auf den Streaming-Anbietern. Und jetzt viel Spaß. Ich gehörte zu den Jungs, die ihr Instagram-Profil immer sehr gepflegt haben. Ich postete regelmäßig Bilder, machte täglich Stories, markierte, wurde markiert. Ja, ich war sehr aktiv. So kam es auch, dass ich regelmäßig immer wieder mit Mädchen schrieb. Das soll jetzt nicht blöd klingen, aber ich würde mich schon als attraktiven Jungen bezeichnen. Und die Fotos, die ich hochlud, sahen auch immer sehr gut aus. So kam es mir auch zuerst überhaupt nicht verdächtig vor, als mir dieses unfassbar hübsche Mädchen namens Annabelle schrieb. Ich checkte ihr Profil, sie hatte mir bereits gefolgt und mich danach sofort per Direct Message angeschrieben. Annabelle war eines dieser Mädchen, die wie gemacht waren für Instagram. Sie hatte hunderte Fotos, alle waren qualitativ hochwertig, wie von einem Fotografen. Für jedes hatte sie sich Gedanken gemacht und auf jedem sah sie natürlich unfassbar hübsch aus. Annabelle hatte auch schon 8000 Follower. Ich checkte trotzdem weiter, nur um ganz sicher zu gehen, doch ihr Profil war ohne Zweifel echt. Sie markierte andere Leute und da waren unzählige Bilder von anderen, auf denen sie auch markiert wurde und auf denen man sie auch erkennen konnte. Annabelle schien es außerdem an Jungsauswahl nicht gerade zu mangeln. Unter jedem ihrer Bilder waren hunderte von Kommentaren und davon waren immer ganz viele von anderen Jungs, die sie wahrscheinlich noch nicht einmal kannte. In diesen Kommentaren ging es vor allem darum, wie toll sie Annabelle fanden. Dazu unzählige Herzen und Flammen-Emojis und so weiter. Ihr glaubt mir also sicher, dass ich mich ein bisschen wie der King fühlte, als Annabelle mir diese Nachricht schrieb. Hey, ich bin gerade auf dein Profil gestoßen und du bist echt süß. Hast du Lust, mal ein bisschen zu schreiben? Bei all der Auswahl, die Annabelle hatte, wählte sie ausgerechnet mich aus? Das war wirklich sehr krass. Natürlich schrieb ich sofort zurück, dass ich sie auch süß fand und dass ich sehr gerne mit ihr schreiben würde. Und so begannen Annabelle und ich zu schreiben. Stundenlang. Die Connection war sofort da. Man sagt ja immer, dass man sowas erst wirklich sehen und spüren kann, wenn man sich richtig sieht. Und das stimmt ja auch irgendwie. Aber trotzdem, der Vibe zwischen uns war sowas von da. Ich wurde immer aufgeregter. Wir redeten schon über tiefsinnige, tiefe Themen und über sehr persönliche Sachen. Hatte mich da etwa gerade meine Traumfrau angeschrieben? Ich überlegte, ob ich Annabelle nach einem Treffen fragen sollte. Ich wollte zwar nichts überstürzen, aber es passte einfach. Es fühlte sich richtig an. Also tat ich es. Bam, sie sagte sofort ja, dass sie es kaum erwarten könnte, mich endlich kennenzulernen. Das Kompliment gab ich zurück. Annabelle und ich tauschten Handynummern aus. Wir verabredeten uns für den nächsten Samstag. Durch die markierten Orte bei Instagram wussten wir ja schon vorher, dass wir nicht weit weg voneinander wohnten. Sonst hätte Annabelle mich wahrscheinlich auch gar nicht erst gefunden, wenn ich nicht in ihrer Nähe leben würde. Ein bisschen fahren musste ich aber trotzdem, etwa eine halbe Stunde. Wir verabredeten uns in einer Bar bei ihr in der Nähe und das war mir recht. Für mich hatte die ganze Sache noch mehr Abenteuer, wenn ich zu einem Ort fuhr, den ich so gar nicht kannte. Ich konnte den Samstag also gar nicht erst erwarten. Bis dahin schrieben Annabelle und ich weiter, einmal sogar fast die gesamte Nacht durch. Und am Samstag war es dann soweit. Ich würde sie endlich sehen. Ich fuhr mit dem Auto los. Den Ort, in dem Annabelle wohnte, kannte ich vorher wirklich gar nicht. Tatsächlich hatte ich noch nicht einmal davon gehört. Aber zum Glück hatte ich ja mein Navi. Ich kam also ohne mich zu verfahren an dem Café an, in dem wir uns verabredet hatten. Es war 9:10. Ich war als erster da. Ich setzte mich schon mal ins Café. Da schrieb ich auch Annabelle, dass ich schon mal reingegangen war. 15 Minuten vergingen. Annabelle war noch nicht gekommen und sie hatte bisher auch noch nicht auf meine Nachricht geantwortet. Obwohl es ja eigentlich nichts Weltbewegendes war, 5 Minuten zu spät zu sein, bekam ich dennoch schon irgendwie ein ungutes Gefühl. Annabelle war ja genauso aufgeregt gewesen, mich zu treffen wie ich sie. Wenn man sich derart auf etwas freute, dann kam man eigentlich nicht zu spät. Vor allem nicht, ohne sich zu melden. Weitere 10 Minuten vergingen, ohne dass Annabelle auftauchte. Und auch ohne, dass sie sich irgendwie bei mir meldete. Jetzt wurde ich also langsam wirklich nervös. Hatte Annabelle mich etwa reingelegt? Aber nein, das konnte nicht sein.
Wer würde denn so viel Zeit investieren, so viele Stunden mit einer fremden Person schreiben, nur um ihn dann umsonst in ein Café kommen zu lassen? Jetzt schrieb ich Annabelle, wo sie denn bliebe, und rief sie auch an. Ich dachte mir, dass 15 Minuten Verspätung auf jeden Fall Grund genug dafür waren. Aber Annabelle ging nicht ran. Überrascht war ich darüber nicht. Das hatte ich mir schon gedacht. Trotzdem blieb ich noch weitere 10 Minuten im Café sitzen, während ich Annabelle weitere 3 Mal anrief, jedoch jedes Mal erfolglos. Ich war mir unschlüssig, was ich jetzt denn noch tun sollte. Ich überlegte nochmal. Also entweder Annabelle hatte mich wirklich reingelegt, oder aber es war vielleicht etwas passiert. Das konnte man jedenfalls nicht ausschließen. Ich beschloss also, noch 10 weitere Minuten zu warten. Dann würde ich aber das Café verlassen und wieder nach Hause fahren. Während ich also wartete, schaute ich die ganze Zeit aufs Handy. Auf Annabelles WhatsApp, um zu schauen, ob sie irgendwann online kam. Und das kam sie dann auch. Nach 8 Minuten. Die Häkchen meiner Nachricht wurden blau. Na endlich. Sie hatte es gelesen. Dann antwortete sie mir. Sie schrieb, dass sie auch mit dem Auto unterwegs war zum Café, jedoch auf dem Weg dorthin einen Platten bekommen hatte. Sie sagte, dass sie nun auf der Landstraße bei einer Scheune stand. Daraufhin fragte sie mich, ob ich mit meinem Auto zu ihr kommen könnte. Sie schickte mir ihren Standort. Mehrmals las ich die Nachrichten, die sie mir geschrieben hatte. Das Ganze kam mir irgendwie suspekt vor. Nicht nur die ganze Situation an sich, auch wie Annabelle schrieb. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Dann fragte mich Annabelle jedoch, ob ich schnell kommen konnte. Sie sagte, dass sie Angst hatte, so ganz alleine bei dieser Scheune im Dunkeln. Ich war hin und her gerissen, aber ich konnte jetzt auch nicht einfach Nein schreiben. Und so fuhr ich, immer noch mit diesem unwohlen Gefühl im Bauch, los auf zum Standort, den mir Annabelle geschickt hatte. Ich wurde von meinem Navi tatsächlich auf eine Landstraße geführt. Und je länger ich fuhr, desto unheimlicher wurde die ganze Sache. Es war schon stockdunkel und außer mir fuhr hier scheinbar keiner entlang. Ich sah nicht ein einziges Auto, bis ich schließlich mein Ziel erreichte. Nach etwa 15 Minuten kam ich tatsächlich an einer Scheune an, die ein paar Meter abseits auf einem Feld stand, jedoch immer noch relativ nahe an der Straße. Vor der Scheune stand ein Auto, das musste Annabelle sein. Ich parkte direkt davor, jedoch wurde mir dann erst bewusst, dass in dem Auto überhaupt gar kein Licht war. Es sah nicht aus, als ob dort drin jemand sitzen würde. Mein Herzschlag beschleunigte. Die ganze Sache wurde immer unheimlicher. Trotzdem stieg ich aus. »Annabelle!« rief ich, während ich auf das andere Auto zuging. »Annabelle!« Doch ich bekam keine Antwort. Ich sah in das Auto hinein. Niemand saß drin. Ich versuchte, die Autotür zu öffnen, jedoch war diese abgeschlossen. »Annabelle!« rief ich jetzt in Richtung Feld und Scheune und drehte mich vom Auto weg. »Annabelle!« Aber nichts. Keine Antwort. Ich nahm mein Handy heraus und rief Annabelle an, aber sie nahm, mal wieder, nicht ab. Und dann erschien plötzlich ein Licht. Ich erschrak komplett und sah auf. Das Licht kam aus der Scheune. »Hallo, ist da jemand?« rief ich laut. Schon wieder keine Antwort. Mit langsamen Schritten näherte ich mich der Scheune. Was, wenn Annabelle etwas passiert war? Dann hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch. Und nicht nur irgendein Geräusch, sondern das Schreien eines Mädchens. Ohne zu überlegen, sprintete ich auf der Stelle los in die Scheune hinein. Ich machte mich bereit zu kämpfen. Aber als ich in die Scheune sah, war da niemand. Und nicht nur das. Das Licht, das erschienen war, erlosch in jenem Moment, in dem ich an der Scheune ankam. Jedoch war das der Moment, in dem es mir zu viel wurde. Was auch immer hier gespielt wurde, ich musste hier weg. Und zwar sofort. Doch als ich mich umdrehte, um schnell zu meinem Auto zurückzurennen, um mich so schnell wie möglich aus dem Staub zu machen, blieb mir förmlich das Herz stehen. Es brannte nun Licht in dem anderen Auto. Das bedeutete, spätestens jetzt war jemand dort drin. Ich sah kurz noch einmal in die andere Richtung. Ich überlegte, ob ich einfach rennen sollte, denn wenn mir hier jemand wirklich schaden wollte, konnte er mich mit dem Auto ganz einfach einholen. Zum Glück stand ich aber immer noch direkt an der Scheune. Von dem Auto aus konnte man mich nicht wirklich sehen. Ich würde nun über die Straße einen riesigen Bogen gehen und mich an mein eigenes Auto heranschleichen, schnell die Tür öffnen und dann sofort losfahren. Und so machte ich es auch. Ich wollte es nicht riskieren, nachzusehen, wer da an dem Auto auf mich lauerte. Ob es nun Annabelle war oder irgendjemand anderes.
Denn wie auch immer es war, dass es hier um ein schönes Date ging, war absolut ausgeschlossen. Mit großer Erwartung sah ich währenddessen zu dem anderen Wagen. Ich dachte, es würde sofort jemand herausspringen und auf mich losstürmen. Stattdessen aber passierte nichts. Ich konnte es nicht fassen. Mit einem Satz sprang ich in mein Auto und schlug die Tür zu. Mit zitternden Händen bediente ich den Schlüssel, Handbremse und Gangschaltung. Und dann fuhr ich sofort los. Ein Wunder, dass ich bei diesem ganzen Wirbel nicht abwürgte. Als ich die Straße befuhr, dachte ich, ich hätte es geschafft. Aber da hatte ich falsch gedacht. Der andere Wagen, in dem nun kein Licht mehr war, startete ebenfalls und fuhr mir einfach hinterher. Ich schrie vor Panik und versuchte in meinem Spiegel das Gesicht meines Verfolgers zu erkennen, als auch er hinter mir auf der Straße fuhr. Aber keine Chance, denn mein Verfolger hatte sein Scheinwerferlicht nicht an. Ich konnte absolut gar nichts erkennen. Ich gab Gas, aber mein Verfolger gab auch Gas. Ich konnte ihm nicht entkommen. 10 Minuten lang ging das so. Ich hatte die ganze Zeit das andere Auto direkt hinter mir. Als ich dann jedoch die Landstraße verließ und nach links abbog, bog mein Verfolger nach rechts ab. Es war vorbei. Er trennte sich von mir. Komplett schweißgebadet und völlig aus der Puste, machte ich mich sofort auf den Heimweg. Natürlich sah ich, nachdem ich etwas heruntergekommen war, auf Annabelles WhatsApp. Ich sah ihr Profilbild nicht mehr. Sie hatte mich blockiert. Als ich zu Hause war, checkte ich auch sofort wieder ihr Instagram. Auch da hatte sie mich blockiert. Natürlich konnte ich aber einfach einen Fake-Account erstellen, um auf ihr Profil zu gehen, und das tat ich dann auch. Ihr Profil war so wie immer. Was zur Hölle war da gerade passiert? Der Account war doch ganz klar echt. Nur eine Woche später sollte ich es herausfinden. Als ich mal wieder Annabelles Seite checkte, da hatte sie in ihrer Beschreibung die Info hinterlassen, dass ihr Account gehackt worden war, sie ihn aber nun wieder zurück hatte und der Hacker keinen Zugriff mehr hatte. Sie entschuldigte sich aufrichtig bei allen Leuten, denen der Hacker auf Kosten ihres Accounts Unannehmlichkeiten bereitet hatte. Natürlich stieg die Wut in mir hoch, als ich das hörte, aber irgendwie war ich auch erleichtert. Dieses ganze Erlebnis hatte mich sehr verstört. Schlimm war jedoch nicht dieses Erlebnis an sich gewesen, sondern die Tatsache, dass ich keine Ahnung hatte, was da eigentlich passiert war. Da ich nun endlich Gewissheit hatte, konnte ich mit der ganzen Sache abschließen. Ein hobbyloser Hacker hatte den Account eines tollen Mädchens gehackt und Stunden damit verbracht, einen Jungen mal so ganz ekelhaft reinzulegen. Na super, ich hoffe, ihm geht es besser dadurch. Ich jedenfalls werde so schnell niemanden mehr daten. Ich werde davon jetzt erstmal die Finger lassen.